Servus Leute, hier ist euer Düsi Bärs mit einem brandneuen Video und heute haben wir Mortal Kombat Versus und ich möchte euch heute drei weitere Agenten zeigen bzw. mit denen spielen, wie auch immer, Review machen, machen wir alles gemeinsam, alles in einem. Und zwar hatte ich gerade zufälligerweise auch diese Meldung, dass ich meiner Region das Spiel nicht spielen kann. Ich habe wieder VPN angemacht und es geht. Also falls ihr das noch nicht wisst, wie es geht, ich habe da ein Tutorial auf meinem Kanal hochgeladen. Einfach auschecken und dann wisst ihr, wie es läuft. Wir spielen dieses Mal wieder drei Spiele. Habe ich aktuell vor und zwar mit drei verschiedenen Agenten. Und zwar werden wir diesmal drei andere nehmen. Und zwar Locke, dann diesen Creeper und... Wen wollte ich noch nehmen? Und Swift. Die drei hatte ich. Und mit jedem von denen spiele ich ein Spiel. Drei Spiele, drei Agenten, drei Reviews. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Zeit. Wir dürfen dann so oft knapp die 10 Minuten Gameplay-Material kommen. Die ganz schlauen Füchse unter euch haben vielleicht festgestellt, dass ich direkt vom letzten Video gleich danach sozusagen dieses Video aufgenommen habe. Das stimmt, ja. Und zwar liegt es daran, dass ich nicht daheim bin übers Wochenende. Und deshalb konnte ich auch nicht daheim aufnehmen und mit meinem Computer und so weiter und habe deshalb vorproduziert. Wollte aber deshalb euch trotzdem nicht die anderen Agenten vorenthalten und vielleicht ein bisschen spielen und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wir sind wieder auf der Map Slums unterwegs und zwar diesmal mit dem Locke. Der Locke ist der einzige, den ich schon auf Level 4 habe und wir sehen jetzt aktuell, zack, dass dieser Fresh Boy da irgendeine Art Schutzschild hat. Und unser Locke, obwohl er Level 4 ist, ganz schön lang braucht, um den Boy zu töten. Und ich würde behaupten, dass der sogar mir weggetötet worden ist. Ah, da hinten ist einer. Da, dieser Locke. Ich würde behaupten, das ist dieser Locke auf den Feind, den wir haben. Und wir haben auch gesehen, dass ein Headshot von diesem Spieler macht 30 Schaden, während ein ganz normaler Schuss 20 macht. Wenn wir uns da hochrechnen auf die 2000 Leben, dann brauchen wir eiskalt ziemlich viele, sehr viele Schuss. Um zwar genau zu sein, 100 Stück, um den Feind zu töten. Was meines Erachtens ein Unding ist. Ein richtiges Unding. Aber gut, das Spiel ist so, wir wissen, wie es läuft. Hier ist diese Fähigkeit von diesem Locke. Und zwar hat Locke die Fähigkeit, jetzt haben wir Headshots mit 40 Schaden gemacht. Und zwar ist diese Fähigkeit, dass... sozusagen scannen durch Wände. Ja, und wenn er einen findet, dann macht das. Wenn nicht, dann macht er nichts. Da unten war einer jetzt beispielsweise. Der steht da wohl AFK. Dann würde ich sagen, snacken wir uns den mal. Runde Snackens am Start. Sexy Spawn Boy. Okay, der ist weg. Neuer Test. Haben wir einen gefunden? Ja, da hinten der zwei. Lol. Ich habe ihn nicht gefunden. Wo ist denn der, wenn er nicht da ist, wo ich gegangen bin? So, Ability Swift. Ah, lol, man wusste gar nicht, dass man hier Warriden kann. Okay, hier steht er. So, Kopfschuss, komm. Richtig lang hat das wieder gedauert. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Und ja, jetzt haben wir das erste Battle schon geschafft. Ihr wisst, wie jetzt Locke funktioniert. Locke hat an sich diese Waffe hier mit dem Red Dot. Hat eine Ability, die sozusagen eine Art Satellitenscan durch Wände ist. Finde ich jetzt persönlich Preis-Leistung hier nicht die stärkste Ability. Und auch die Waffe ist jetzt nicht unbedingt die stärkste. Aber gut, kann man nichts ändern. Ist einfach so. Haben einen Common Crate bekommen. Ich denke mal, das ist ganz sexy. Und jetzt gehen wir hier kurz wieder raus aus dem Spiel und gehen ins nächste Spiel rein. Da schauen wir uns dann gleich den nächsten an. Wir sehen uns dann dort. So, neue Runde, neues Glück. Wir sind dabei, diesmal mit dem Creeper heißt der, glaube ich. Creeper ist ja eigentlich jemand aus Minecraft. Aber gut, wir machen es trotzdem. Und jetzt habe ich hier gerade einen sehr erneuernden Bug. Dass das Spiel ab und zu hängt, ist völlig normal, völlig legitim sogar, weil es eine Beta und da kann ich einfach alles glatt laufen. Ja, und jetzt gehen wir eben zum Creeper. Der Creeper ist eigentlich meines Erachtens so einer aus Minecraft. Schauen wir jetzt mal, wie der hier funktioniert. Den habe ich gestern noch nicht so wirklich Spiel gespielt. Der hat meines Erachtens, ja, sieht eigentlich aus wie eine UMP, finde ich persönlich. So, von wo wurde der getötet? Von da. Den holen wir uns. Den snacken wir uns. Der hat uns gesehen. Wow. Tja, blöd gelaufen. Er hat uns gesehen, er hat uns geholt. Verkackt. Zurück zur Mitte gleich.
Wir sehen hier übrigens unten auch die Klasse. Das ist ein Assassine. Jetzt komm, lass mich laufen. Assassinen sind ja eigentlich eher so zum Töten. Und deshalb ist dieser Guy auch eher niedrig von der Health her. Soweit ich das irgendwo richtig weiß. Oh. Das ist so belastend. Ich finde den so schlecht. Wobei, der macht 58 Schaden. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der macht 58 Schaden, aber hat halt viel weniger Leben als Lock. Lock hat, glaube ich, 1400. Der Creeper macht 60 Schaden Headshot, wenn ich das richtig gesehen habe, aber hat halt nur 1000 Leben. Also das ist dann doch nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber war schon mal gar nicht schlecht. Und diese Ability hier ist, ich habe sie selbst noch nicht ganz verstanden. Das ist irgendwie so eine Art Zeitsprung oder so. So. Tja, wir töten ihn nicht mit einem Magazin. Das ist halt richtig belastend. Es ist wirklich richtig belastend. Ich weiß nicht, was ich jetzt gegen den machen soll. Ich habe ihm ein ganzes Magazin reingedrückt. Er war einfach überlegen. Das ist jetzt, ja, problematisch hier. Aber ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Da ist einer rausgegangen und wir verlieren jetzt gleich. Er hat natürlich jetzt, er hat mich jetzt entdeckt mit seinem Lock. Ja, das ist zum Beispiel so eine richtig belastende Situation. Das kann ja auch nur in Modern Combat Versus passieren. Alles andere würde das nicht passieren. Dass du einfach vor ihm stehst, beide ballern und dann gewinnt halt einfach einer zufällig, so ungefähr. Jo, nice, noch einen geholt. Wobei ich nur Assist gemacht habe und wir haben trotzdem verloren. Das Spiel ist schon wieder vorbei, es ist richtig schnell einfach. Die Ability, ich weiß, ich verstehe sie ehrlich gesagt selbst nicht so ganz. Es wirkt wie so ein kleiner Sprung einfach. Ist meines Erachtens wirklich nicht so ganz, ja, bringt nicht so viel. Also ist eher schwach im Verhältnis zu denen, die es sonst so gibt. In der letzten Folge hatten wir ja meine drei Lieblings-Agents, zumindest aktuell. Ich habe noch nicht alle. In diesem Video sind so die drei, die ich vom Level her aktuell am höchsten habe. Und somit sollten sie am stärksten sein. Aber es sind eben, wie man schon schwer erkennen kann, nicht meine Lieblings-Leute eben. Hier, wie ich es gesagt habe, 1400 hat Lock. Hoppala. Das habe ich. Den habe ich jetzt rausgemacht. Creeper. Genau. Und jetzt gehen wir in die letzte Runde. Die letzte Runde ist jetzt mit Swift. Swift hat, soweit ich weiß, eine Shotgun. Was mir auch aufgefallen ist, dass es irgendwie so ist, als würden nicht wirklich Leute nachjoinen. Okay, jetzt ist noch einer dazugekommen. Okay, ich bin in eine ganz andere Lobby als vorher. Jetzt muss man mal ein bisschen aufpassen. Ich habe nicht das Gefühl, als würden Leute nachjoinen. Ist natürlich auch nicht ganz so leicht machbar, wenn die Spiele eh nur so kurz sind. Wobei, wenn ich jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, die Spiele sind wahrscheinlich so kurz. Aus dem Grund, weil sie in Clash Royale auch so kurz sind. Jetzt komme ich da erst drauf. Habe ich lange genug gebraucht für Capturing. Okay, der Feind nimmt schon die Flagge ein. Wir müssen schleunigst zur Flagge. So, und jetzt knallen wir ihn gleich mal um die Ohren hier. Hopp. Boah, alter Verwalter lädt die Swift lange nach. Alter Verwalter, sie lädt ja 1 Million Jahre lang. Sie hat einen hammerharten Schaden, aber lädt 1 Million Jahre lang nach. Das ist natürlich ja, nicht so gut aktuell. Wir haben hier auch einen Zeitsprung als Ability. Setzen wir gleich mal ein. Hätte ich vorher einsetzen können. Da kommt man, soweit ich weiß, wie in Black Ops 3 Zeitsprung. Einfach so eine Art... Ja, man kommt wohin, wo man vorher nicht war, kann sich sozusagen seinen Arsch retten. Ist vielleicht ab und zu ganz sinnvoll. Ja, hätte ich es wieder machen können, hab's wieder nicht gemacht. Und er hat mich schon wieder geholt mit dem Creeper. Schon zweimal vom Creeper auf den Sack bekommen, ist nicht so nice. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Vielleicht kriege ich es jetzt mit dem Zeitsprung auf die Reihe. Wir wollen das Spiel gewinnen. Es gibt ja keine KD in dem Spiel, das ist ja das Witzige. KD interessiert einfach niemanden. Man sieht sie nicht oder man kann sie nicht sehen. Die ganzen Stats sind sowieso mega verbuggt. So, komm, stirb. Zack, getötet. So, okay. Zack, den nächsten. So, jetzt probiere ich dann gleich mal den Zeitsprung aus. Zeitsprung. Bumm. Ja, okay, es hat jetzt nur semi was gebracht. Aber es hat mich gleichzeitig noch geheilt, oder? Und wieder Ammo gegeben. Alter. Alter Verwalter, ist dieser Zeitsprung heftig. Nachdem das so lange zum Nachladen dauert, muss man ja fast damit arbeiten, dass man sagt, okay,
Ich setze Zeitsprung ein, um A, Leben zu bekommen, plus B, Ammo zu bekommen. Ja, richtig heftig. So. Reload. Weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich einen Zeitsprung machen. Ich wollte eigentlich dazulernen. So, weg. Ja, wie OP ist das denn? Hammerhart. Okay, man kann sie nicht die ganze Zeit einsetzen. Oh, und er haut eiskalt. Er haut eiskalt die Runenstacheln raus. Heftiger Bullshit. Okay. Kurz hier abwarten. Kommt keiner, Spiel ist vorbei. Wir haben es gewonnen. Also Swift, muss ich sagen, habe ich heftig unterschätzt. Die ist richtig stark. Wenn man die Kombination macht, Waffe mit Fähigkeit, dann ist diese richtig heftig. So, jetzt wird mich natürlich noch heftigst interessieren, was sind eure Lieblings-Agents? Welche spielt ihr am meisten? Welche habt ihr am höchsten vom Level her und so weiter? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Wenn ihr weitere Modern Combat Versus Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall auch einen Daumen hoch da und lasst ein Abo da. Und ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ich würde sagen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Servus, Leute.